Glück ist so eine fragile Sache, ey. Ja, aber wir helfen heute dem Glück auf die Sprünge. Denn wir backen unser Glück heute selbst. Man soll auch das Glück selbst in die Hand nehmen. Wenn es einem zufliegt. Seit wann kann Glückskekse fliegen? Kann ich mit einem Keks fliegen? Hallo und willkommen bei Jans am Tag. Wir machen heute passend zum neuen Jahr Glückskekse. Ja, und lassen das vergangene Jahr natürlich Revue passieren, was bei uns hier so passiert ist. Ich freue mich. Das geht. Jawohl. Schlagen wir doch erstmal Eier auf und ich würde sagen, das Jahr hat schon sehr gut angefangen. Da warst du noch nicht da. Ja, das ist noch gut. Aber ich möchte noch mal hervorheben, dass wir 2022 den ganzen Januar Veganuary gemacht hatten. Stimmt. Und hatten da richtig geile Highlight-Rezepte. Wir hatten den Schokokuchen, wir hatten den Cheesecake. Was ist der Unterschied zwischen einem Cheesecake und einem Cheesecake? Ha, einer ist vegan und einer ist es nicht. Aber würdest du auch den Unterschied schmecken? Wenn er von dir kommt, auf jeden Fall. Ah, aua! Super creamy. Ja, und jetzt rein in den Mund. Lecker. Wir hatten tolle Gäste. Das ist schön für euch. Schön für euch. Ja, du warst das Jahr am Dezember warst du noch zu Gast. Stimmt, ich war zu Gast. Was haben wir nochmal gemacht? Wir haben gemacht. Tiramisu. Bratapfel-Tiramisu. Bratapfel-Tiramisu. Das war sehr lecker. War quasi dein Casting-Video. Das Lustige ist, ich habe ja für diese Bewerbung ein Rahmengericht zubereiten müssen. Und ich habe das noch hier gespeichert. Vielleicht können wir das mal kurz anblenden. Hi, mein Name ist Nico und wir machen heute Rahmen. Also wir machen keine Rahmen selber, wir pimpen heute Rahmen. Der Rahmen kennen wir alle, für mich ist Rahmen so das Go-To-Gericht und auch eine Resteverwertung einfach, um Sachen, die ich zu Hause habe, einfach in eine Suppe reinzuballern. Das war sehr lustig. Das war jetzt auch so ein bisschen gerade wie B-Roll für einen Film, wo dann Leute ihre Audition-Tape dabei haben. Das muss man auch vielleicht nochmal hervorheben. Wir hatten ganz, ganz tolle Einsendungen von Leuten, die sich beworben haben. Wir haben uns dann für Nico entschieden, was sehr schön ist. Aber trotzdem nochmal Kudos an euch. Es war wirklich sehr, sehr schön, uns das anzuschauen. Ich trenne hier übrigens Eier, weil wir ein bisschen das Eiweiß aufschlagen müssen. Ja. Genau. Wir haben uns extra ein glückliches, einfaches Rezept rausgesucht, um möglichst viel reden zu können. So, ich wiege jetzt hier drinnen etwas Butter ab, die wird nämlich geschmolzen. Prise Salz kommt übrigens auch noch rein. So wie du gerade gewürzt hast, wird sich immer. Ja. So, ich mach mal kurz das Ei ein bisschen schaumig hier, ja? Ja. Mach mal ein bisschen schaumig. Ich wiege schon mal unser Weizenmehl ab. Jetzt haben wir ja fast alles parat, jetzt wird der Rest nur noch reingesiebt. Ja. So, wie ging es dann von da aus weiter? Aber unser größtes Highlight, natürlich, das war jetzt nur Vorgeplänkel. It is true. Also auch. Also, es war ja klar, wenn man überlegt, was ist das Highlight des Jahres? Ja. Nico, hey, ich wollte eigentlich sagen, die Pizzatorte, die wir gemacht haben. So, die fand ich auch sehr lecker. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Heute stellen wir euch unseren neuen Haus. Ich wollte gerade sagen, nicht dein Ernst. Doch. Es ist so klebrig an meinen Händen. Pass auf, du musst schnell sein. Wow. It's so pretty. Wow. It's a pizza. With a pizza on top. With a pizza on top. With a pizza on top. Das ist schon echt nice auch, muss ich sagen. Oder guter Einstandskuchen. Nico, offizielles Mitglied von Yamtamtam. Now and forever. Das kommt mir so vor wie gestern, aber es ist schon so lange her eigentlich. Ja, das ist verrückt. Eigentlich kommt es mir viel länger vor, als es tatsächlich erst ist. Ja. Weil es ist ja eigentlich erst ein halbes Jahr. Ja. Aber es ist so, ja. Der Nico, der ist da schon immer da. Ist er jetzt so? Ja. Sehr gut. Ja, wie ist es denn? Ich find's lustig. Also, ach, das nicht nur hin. Nein, auf gar keinen Fall. Siehst du? Hier ist schon los. Aber du hast auch nichts gesagt, als ich so gemacht habe. Ja, ich dachte, du willst die halbieren oder so. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Jahr, halben Jahr, muss ich sagen. Zum Beispiel die Luft aus dem Eiweiß schlagen? Zum Beispiel. Blöde Kuh. Aber ja, es macht auch Spaß und ich lerne hier neue Sachen kennen und Leute macht es auch Spaß, logischerweise. Ja, I love it. Außer mit dir manchmal, da macht es nicht so viel Spaß. Ja, das ist normal. Ja. Und mit dir kamen natürlich auch neue Formate. Das stimmt. Wir haben nämlich die Fusion Food Challenge in diesem Jahr auch angefangen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber es ist so witzig. Ja, also. Ja, schön, dass es bei euch witzig war, dass ich gelitten habe. Ja, ich glaube, das war auch einer deiner ersten Videos dann mit mir zusammen. Da hatten wir schon eins gedreht. Ja. Und dann hatten wir eben das Fusion Food, wo Libyen und die Elfenbeinküste sich vereint in nicht meine Länder. Köstlichen Gericht. Mm. Ist vom Prinzip her wie eine etwas andere Currymischung. Ja, das stimmt. Ja, aber halt ganz andere Aromen, die da reinkommen. Jetzt müssen wir nochmal riechen.
Oh, das finde ich gut. Das ist ein bisschen milder, aber lecker. Ist so soft, dieses Gericht. Muss man ein bisschen Schärfe rein. Harissa. Ich riech da jetzt nicht dran. Das riecht gut? Das riecht gut. Ja. Ja, ja. Das ist auch nicht so scharf. So, schön ordentlich Nudeln. Günther, das geht voll. Geschmack, das ist geschmacklich sehr gut. Ich meine gleich. Ja, es hat halt durch die Jalapeno und die Habanero ballert, aber eine fiese Schärfe. Geschmacklich sehr gut. Also die Gewürzmischung kommt gut durch und es ergibt ein schön homogenes Bild. Wollen wir jetzt werfen, frage ich mich an dieser Stelle. Sehr würzig, sehr, sehr gut. Aber Nico stirbt so halb an der Karte nach dem Fall und so. Aber er hat souverän hast du es durchgezogen. Das Ding ist, ich konnte da nicht aufhören, weil es so lecker war. So, die Butter ist flüssig. Perfekt. Okay, dann siebt mal rein. So, Puderzucker. Genau. Und schön reinsieben, damit wir keine Tümpchen haben. Ich kipp dir einfach, während du siebst, schon mal den Vanillinzucker dazu, weil der muss nämlich auch rein. Sehr gut. Sieben Sie das. Dann verrühren wir mal. Genau. Während du verrührst, gebe ich dir jetzt schon mal langsam die Butter dazu. Die Butter. Glückskekse sind eigentlich auch ein richtig einfaches Rezept. Absolut. Der schwierige Part kommt später. Naja, schwierig. Wir haben ja dich dabei. Ja, so. Ich darf mir die Finger verbrennen, danke. Ja, aber auch wieder für einen Genusszweck, weil ihr habt uns nette Sprüche geschrieben. Yeah. Und die können wir dann einfüllen. Ich hoffe, sie sind nett. Ich habe sie nicht gesehen. Ich auch nicht. Man muss auch mal bringen, das ist einfach. Ja. So. Du bist hässlich. Du hast, das ist okay. Du hast 5 Kilo zugenommen dieses Jahr. Das ist gelogen. Deine Frisur ist scheiße. Das ist die neue. Ja. Dann Mehl dazu. Ich habe eben schon gesiebt. Möchtest du mir? Kann sein, ja. Wo ist denn der Löffel? Die sind einfach so auch. Jo. Ja, ja. Ma. Du hast so Glück, dass du gesagt hast, ich habe schon gesiebt, weil ich hätte dafür den Sieb umgedreht. Perfekt. Ich hole schon mal unser Backblech mit Backpapier. Oh ja. So, wow. Der ist wunderschön glatt. Ja. Das ist eine schöne Viskosität. Ja! Ja. So, ich hole jetzt hier schon mal einen Löffel raus. Melissa, das ist doch eine Arbeit, die nach dir schreit. Schöne Kreise machen. Das ist voll schwer. Ja, eben. Das deswegen ist ja auch du. Arbeit. Wir machen das alle. Nee, ich möchte gerne über Folgendes noch reden. Aber ich möchte auch einen machen. Na, ja, perfekt. Wir machen alle. Hier, gönn dir. Du so. Machst, ich rede. Ach. Oh, Entschuldigung. Du machst, ich verletze. Das waren die 5 Kilo. Ja, wirklich. Die haben mich aber gerade geschützt. Was ich auch sehr, sehr schön fand, wir haben natürlich dieses Jahr auch wieder eine Food Battle Challenge gestartet. 2 Folgen gibt es schon. Und was ich, also im Jahr davor, da war das ja bitterer Ernst. Ja? Da haben Melissa und ich uns einfach nur gekloppt. Da ging es um den Sieg nur noch ernst. Und Nico war so, es ist mein liebstes Format, ich will unbedingt das machen. Und das hat einen neuen Vibe in neue Regeln gebracht. Und der gefällt mir nicht, weil, Spoiler, ich habe noch keinen Punkt. Hi und willkommen am Tamtam zur Food Battle Challenge Staffel 3, Folge 1. Genau, Nikos Lieblingsformat noch. 15. Toll. Gewonnen hat für mich heute mit 3 Geschmackspunkten der Crumble mit die karamellisierte Anis und Eis. Du darfst dir deinen ersten Punkt dranhängen. Einer und der einzige. Aber das ist okay. Aber ich fand es sehr schön, dass du da so Bock drauf hattest. Ich habe richtig Bock drauf. So Challenge und Essen zusammen, Beste. Wann muss er eigentlich Marshmallow-Spaghetti-Quader bauen? Excuse me. Tja, er kommt nur dafür. Vielleicht schafft er es ja. Ich warte auf das Food Battle Chili. Oh Gott. Ja, das wirst du halt gewinnen. Ja! Deswegen will er es ja. Natürlich. Das ist einfache Spielregel für einen. Voll. Wie schön dieser Kreis bitte ist, ich kann nicht mehr. Sehr schön. Sehr schön. Wir hatten auch viele Streetfood-Tests. Wir waren da draußen Pönni essen. Exercise. I thought you said extra fries. Deswegen haben wir für 2 Leute auch 3 Portionen. Exactly. Rainer, in die Mitte. Ich will von allen bisschen. Ja, das ist ein bisschen schwer gerade. Ich mache einfach 2 Bissen. So. Chain von Chain. Ey, Pommes mit Zeugs oben drauf. Und Knoblauch. Ja, wirklich, ist das Allerbeste. Das war unfassbar lecker. Was würde euch denn noch interessieren für die nächsten Streetfood-Tests? Wir suchen ja immer was raus, was irgendwie was Neues ist, was Besonderes ist. Vielleicht habt ihr auch noch was. Ich würde ja gerne auch noch
Also ich würde ja mit Nico gerne scharfe Nudeln essen gehen. Warum hast du denn eigentlich so, Felix? Ich hasse dich nicht, aber es ist einfach so witzig, Leute leiden zu sehen. Ah, verstehe. Guck mal, dafür esse ich dann auch für dich mal Kartoffelsuppe. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, was euch noch so interessieren würde. Ich bin gerne draußen in der Luft. Es lohnt sich übrigens, mehrere Bleche zu haben, weil wir backen mit Umluft. Wir brauchen ein bisschen Platz, um hier zu arbeiten, deswegen nur 4 auf 1. Aber wenn ihr mehrere Bleche habt, einfach mal nachschieben. Das geht jetzt ab in den Ofen. Und wir suchen uns schon mal Sprüche raus. Jetzt muss schnell gehen. Okay, let's go. Let's go. Hier sind sie. Yes, yes. So, während Melissa schon anfängt, erkläre ich, was passiert. Ihr müsst jetzt rundherum mit einer Palette oder was sehr, sehr dünnem lösen. Dann schluckt ihr, also macht ihr einen Zettel drauf, dann schluckt ihr sie über, damit sie verbunden sind. Und damit sie diese schöne, diesen Knick noch bekommen, werden sie hier dann über das Glas ein bisschen gebogen. So. Es ist ein bisschen tricky. Macht das gerne mit Freunden zusammen. Teamwork. Genau. Dann seid ihr auch alle glücklich. So, hier kommt schon mal ein Zettel. Sieht voll lecker aus. Yes. Hier. Wie so Pancake aus dem Ofen einfach. Kann man Pancakes im Ofen machen? Ja, du wolltest ja auch ja. machen. Ja. Ich habe so keinen Bock mehr. Das Baby heißt es. Ja. Au, 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 au. Ja, was war euer liebstes Halloween-Kostüm? Powerpuff Girls auf jeden Fall weit vorne, fand ich. Ja. Oh ja. Abracadabra, Klappe zu, Katze tot! Hat das geklappt? Von wegen, ihr Idioten! Gronkh und Isma, muss ich natürlich sagen. Yes, ich hab noch Spinattaschen im Ofen. Hallo und willkommen bei Yamtamtam. Wir machen heute eine Suppe, die man auch perfekt essen könnte, wenn man in einer Taverne ist oder einen Witcher-Marathon macht. So, dann braucht man ordentlich Kraft. Kannst du mir den Trank geben? Natürlich, den hier? Ja. Okay, gönn dir. Ich gönn mir. Du bist so schwach, du musst ein bisschen mehr trinken. Witcher fand ich voll toll vom Vibe her. Ich mag diese Mittelalter-Gedöns voll gerne. Ja, also so Sachen zu Franchises immer witzig. Jurassic World haben wir ja auch zusammen dieses Jahr gemacht. So, das macht immer Spaß. Es ist immer ein Jahr voller Ereignisse. So, und jetzt machen wir einfach so weiter. Und wenn wir genug haben, backen wir die noch mal ein bisschen im Ofen aus. Teelöffel. Und dann heißt es Glückskekse knacken. Yay! Okay, lass reinschauen. Let's so, Zeit für eure Grüße. Okay. Knack. Mal probieren. Oh, wow, meiner ist richtig lang. Meiner ist richtig dick, der Käse. Wenn ich einen Plan mache, gebe ich immer ein bisschen Hefe dazu, damit er auch aufgeht. Oh, das süß. Liebe und Spaß für eure Wege. Mögen, ich muss jetzt aufschauen. Naja. Mögen eure Tomaten immer rot und euer Ofen immer schnell vorgeheizt sein. No. Danke. Wichtig und richtig. Ich bin noch ein. Vielen Dank. Wir knacken hier mal weiter auf und wünschen euch schon mal ein wunderschönes neues Jahr. Ja. Es gibt noch Skillet-Cookies, die wir gemacht haben. Findet ihr rechts? Genau. Genauso wie unsere Sesambällchen. Wenn euch das Ganze gefällt, abonniert gerne, damit ihr nichts mehr im nächsten Jahr verpasst. Bis nächstes Jahr, würde ich sagen. Tschüss. Bleibt so lecker, wie ihr seid. So. Ja. Bam.